Leute, schaut jetzt da mal ganz genau hin. Mein Bruder wollte auch einen Range Rover. Capo und Kolja Goldstein, klar. Aber wer hockt denn da eigentlich noch auf der Couch? Die tauchen in Ghetto-Star immer wieder auf. Immer zensiert, immer verpixelt. Mama, bitte weck mich auf, ich hasse diese grauen Bären in diesem dreckigen Haus. Und das ist bei Kolja Goldstein ja nicht nur bei Ghetto-Star so. Seitdem ich weg bin, haben fast alle wie die Raben geklopft. Überhaupt, im Deutschrap werden ständig Personen verpixelt. Champagne sitten, Jay sniffen, das Game ficken. Und auch wenn der Teufel mich jagt, ich vergieße das Blut. Warum viele Rapper ihre eigenen Videos zensieren, Menschen, Drogen, Waffen verpixeln und warum ich, wenn ich das sehe, an Horrorfilme denken muss, das seht ihr jetzt. Leute, wenn ihr mein Pretty Face auch in Zukunft noch weiterhin sehen wollt, ganz unverpixelt und in 4K, dann lasst ein Abo da, macht die Glocke an, weiter geht's. Küsst eure Augen. Fakt ist, in den Videos von Kolja Goldstein wird ständig geblurrt. Sie sprechen mit mir, ich bin desinteressiert, also weißt du, wer mit denen fickt, weil alle fragen, wie wir immer noch leben. Mein Bruder wollte auch einen Range Rover. Aber nicht nur Kolja Goldstein, sondern auch andere deutsche Rapper benutzen diesen Verpixelungseffekt. Ufo und Jizzes in Für die Gang zum Beispiel. Aber nochmal ein bisschen anders. Um Anonymität geht's Ufo und Jizzes in dem Fall wohl jetzt nicht direkt. Anderes Beispiel. Tilo und Miley verpixeln in ihrem Musikvideo zu Love Sins nicht sich selbst oder ihre Homies, sondern etwas, was relativ deutlich aussieht wie Waffen. Ich hab ne Bitch auf meinem Dick, obwohl ich's eigentlich nicht will. Und trag ne Glocki in meinem Schritt, falls ihr irgendwer von den Trip. Das hat er übrigens schon mal gemacht. Junkies, die Strippen sind eklig. Ich mach dich kalt, würde es heiß, er versteht sich. Jetzt die Frage, warum blurrt Tilo möglicherweise Waffen in seinem Video? Geht's nur darum, dass es cool aussieht? Oder hat er vielleicht Angst, dass er Stress mit YouTube bekommt? YouTube kann Videos, die sehr explizit Sex, Drogenkonsum oder Gewalt zeigen, für alle UserInnen unter 18 sperren oder sogar komplett von der Plattform löschen. Was für Tilo natürlich klickmäßig nicht so ideal wäre. Aber wenn es ihm da jetzt wirklich um die YouTube-Richtlinien geht, dann ist es schon weird, dass er die Waffen zwar verpixelt, aber diverse Substanzen im Video nicht. Da wird sogar noch draufgezoomt. Alle Jungs aus dem Sumpf, Oxypilden in meinem Mund. Aber irgendwie ein bisschen random. Wie viel so ein Pseudo-Disclaimer da am Anfang bringt, keine Ahnung, aber online ist es noch, von daher. Habt ihr eine Idee, warum Tilo das mit dem Verpixeln so macht? Schreibt's mir in die Kommentare. Härte durchgegriffen hat YouTube beim Musikvideo zu Oktoberfest von KZ. Da waren echte Clips vom Oktoberfest drin und das war anscheinend zu viel. Das Musikvideo in voller Länge wurde gesperrt, weil es gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen hat. Da gibt's jetzt nur noch das Standbild. Oh, 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 Zapftes. Kann mir gut vorstellen, dass Haftbefehl genau sowas vermeiden wollte. Im Video zu Wieder am Block wird eine scheinbare Folterszene zensiert. Also explizite, blutige Gewalt. Umso größer die Sünden, desto tiefer das Loch. Suizid, keine Hoffnung, ich bin im siebten Stock. Aber zurück zu den verpixelten Gesichtern. Das hat normalerweise ja einen bestimmten Grund. Man soll die Gesichter nicht erkennen. OG Peso, rest in peace, wollte anonym bleiben. Mit 5 Jahren im Gepäck durch Polizeikontrollen. Ich mach viel weg, bringe das, was die Kunden wollen. Jan Kaffer und Küçük Efendi wollen anonym bleiben. Caravaggio-Status, ich bin Don, 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 Don. Jizzes will seine Familie anonym halten, falls sie das tatsächlich in dem Video sein sollte. Weil das Leben mein Test ist, nie wieder schräge Geschäfte, ab jetzt sind das straight Investments. Und auch Kolja Goldstein verpixelt vielleicht auch deshalb immer wieder Leute. Meine Brüder tragen Ponchos von immer, Septex und Gas, Geldautomaten sprengen. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wer das da im Video ist. Wir sehen nur verpixelte Gesichter und hören Kolja Goldstein-Lines, wo er rappt, dass seine Brüder mit Gas und Semtex Geldautomaten gesprengt hätten. Mit direkten Akteuren aus diesem Circuit bin ich doch mehr als gut befreundet, sondern verbrüdert. Aber ich habe niemals jemanden von diesen Leuten vor die Kamera gezogen oder wenn dann, sie waren in meinen Videos auch mit Masken verpixelt, ja. Oder verpixelt. Und weil Kolja Goldstein in Interviews ja oft betont, welche Beziehungen er ins Milieu, in die Unterwelt hat, wirkt jede verpixelte Person in seinen Musikvideos automatisch wie ein Gangster. Was die Zeitung nicht weiß, ich bin ein
einer der Schützen. Das ist ja das Ding. Da könnte Kolja Goldsteins Oma verpixelt sein. Man würde sie höchstwahrscheinlich für einen Auftragskiller halten. Ich hab ein Meeting, Gazprom sitzt Moskau. Ich würde sogar sagen, es ist völlig egal, ob das in dem Video echte Kriminelle sind oder nicht. Es geht mir gar nicht darum, was in Koljas Videos inszeniert und was wirklich passiert ist, sondern um diesen Verpixelmechanismus. Dieses Stilmittel ist für Kolja Goldsteins Stories eben absolut ideal. Es sieht sofort aus nach Unterwelt, organisiertem Verbrechen, Großfamilienklischee. Das haben wir ja auch schon längst verinnerlicht. In Crime-Dokus zum Beispiel werden die Bösen genauso dargestellt. Ramos, einer der größten und mächtigsten Clans in Berlin. Das Prinzip ist ja klar. Düsterer Hintergrund, check. Düstere Musik, check. Verpixeltes Gesicht, check. Das Ding ist, Personen, egal ob echter Krimineller oder Statist, in Musikvideos zu blurren, kann Stilmittel sein. Es ist ein Tool, um eine bedrohliche Atmosphäre zu schaffen. Eine Kulisse, um das Image eines Rappers gefährlicher zu machen. Hier kann der Kripo sich ficken, denn keiner von meinen Jungs redet sich raus. Das Verpixeln, das doch eigentlich eine Sache unkenntlich machen soll, lenkt den Fokus elegant direkt auf diese Sache im Video. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich was Verpixeltes sehe, möchte ich sofort wissen, was das ist. Was sind das für Waffen im T-Low-Video? Wer ist der Typ da hinter dem Steuer? Wer sind diese Dudes da auf dem Sofa? Sind es wirklich Jizzes Kinder? Hat San Diego Zähne? Nein, er sagt doch. Was man nicht deutlich sehen kann, kann einen neugierig machen. Es kann aber auch spooky wirken. Horrorfilme arbeiten manchmal mit einem sehr ähnlichen Prinzip. In Der Weiße Hai zum Beispiel. Da taucht der Hai fast die ganze Zeit des Films nicht auf und trotzdem hat man Angst vor ihm. Wir sehen einen Mann, der von irgendwas ins Wasser gezogen wird und denken uns, ja, fuck, der wird jetzt vom Hai gefressen. So ähnlich funktioniert das mit gepixelten Personen in Musikvideos. Man sieht ein verpixeltes Gesicht und unsere Fantasie macht den Rest. Eigentlich sieht man hier nur zwei Dudes, der eine mit Maske, der andere verpixelt, in irgendeinem Lagerraum. Aber die Assoziation ist, die bereiten sich gerade auf einen Coup vor oder haben gerade eingelandet. Aber was denkt ihr? Geht es euch auch so? Denkt ihr bei verpixelten Gesichtern auch sofort an sowas? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Ohne verpixelte Waffen im Video, aber wieder mit Disclaimer, Paula Hartmann und Tilo mit ihrem Song Sag was. Krasses Video, krasser Song. Meine Analyse dazu findet ihr hier. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis nächste Woche.